Ja, herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach diesem hart umkämpften Spiel der Landsberger River Kings gegen die Kempten Sharks. Sven Kurmann ist bei mir, der Trainer der Kemptner, und Martin Hoffmann, Trainer der Gastgeber der Landsberger River Kings. Spielstand 3:6. Drittelergebnisse 2:0 für Landsberg nach dem ersten Drittel, 0:3 im zweiten Drittel, 1:3 im letzten Drittel. Zuschauer 1080, 141 Einschalter auf Sprayed TV. Herzlichen Dank schon mal. So, Sven, nach der ersten Drittelpause kamt ihr ganz anders raus. Wie kam es dazu? Ja, erstmal schönen guten Abend von meiner Seite. Ja, ich denke, wir sind gut in die Partie gekommen, haben die ersten 5-6 Minuten das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten die Räume eng halten in der neutralen Zone, weil einfach da sehr viel Qualität bei Landsberg in der Offensive ist, das wissen wir. Ja, die Geschwindigkeit haben versucht rauszunehmen, das ist gut aufgegangen. Und dann haben wir völlig das Momentum verloren. Ja, dann war Landsberg drückend überlegen und dann kommen wir mit dem 0-2 eigentlich auch noch gut weg, das muss man ehrlich sagen. Ja, wenn es da 0-3, 0-4 steht, dürfen wir uns auch nicht beschweren. Und dann ja, haben wir uns wieder gesammelt. Im Endeffekt haben wir nur darüber gesprochen, was wir uns vorgenommen haben, wieder zurück zum Spiel, ein bisschen mehr Körper reinzubringen, einfach da das körperliche Element ein bisschen mehr aufs Eis zu bringen. Ja, und dann machen wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore, aber auch im letzten Drittel ist das ein super offener Schlagabtausch, der auf beide Seiten ausschlagen kann. Und am Ende vom Tag sind wir dann heute die glücklichere Mannschaft. Kämpferisch muss ich meinen Hut vor meiner Mannschaft ziehen, nach 0-2 im ersten Drittel nochmal zurückzukommen. Das ist sehr, sehr gut und das sehen wir natürlich gern so mit und sind natürlich jetzt super happy nach dem 6-Punkte-Wochenende, dass wir nochmal nachlegen konnten zum Freitag, und ja, tut gut. Ja, das denke ich mir. Martin, auf der anderen Seite ein super erstes Drittel gespielt und dann irgendwie ein Bruch im Spiel. Was war da los? Naja, erstmal guten Abend. Gratulation an Sven und an Kempten zum Sieg heute. Ja, mir fehlen eigentlich selten die Worte, aber heute fehlen sie mir irgendwie so ein bisschen. Bin bitter enttäuscht. So wie der Sven es schon richtig analysiert hat. Normalerweise musst du im ersten Drittel das Spiel eigentlich schon zumachen, ja, aber wir nutzen ja glasklare Torchancen einfach nicht. Wir schießen am leeren Tor vorbei. Ich weiß nicht, wie viel 100% da wir heute gehabt haben. Ich meine, ich kann nicht aufs Eis gehen und die Tore schießen, das müssen die Spieler selber machen. Ja. Aber es hat uns am Freitag auch schon gekillt. Da musst du das Spiel haushoch gewinnen in Dingolfing, aber wir treffen einfach die Kiste nicht oder wir sind nicht kaltschnäuzig genug, dass wir dann ja in den richtigen Momenten die Tore machen. Wie gesagt, im ersten Drittel meines Erachtens waren wir klar besser. Im zweiten Drittel hast du dann eigentlich die Chance im Powerplay, wie so häufig in dieser Saison, dass du da ein bisschen davonziehen kannst. Dann kriegst du im eigenen Powerplay ja einen Shorthander. Und das war für mich so ein bisschen dann auch der Bruch im Spiel, dass du dagegen Kempten nicht alles verhindern kannst und dass die sich natürlich auch die ein oder andere Torchance rausspielen. Ich meine, dafür steht zu viel Qualität da unten auf dem Eis. Dann verlierst du so ein bisschen den Faden, und im letzten Drittel, ja, ist es schon richtig analysiert gewesen, war es ein offener Schlagabtausch, aber auch da wieder, wir nutzen unsere Torchancen nicht und das muss man uns ganz klar ankreiden. Wir schlagen in den entscheidenden Momenten im Powerplay einfach nicht zu. Das killt uns dieses Jahr, nicht nur heute, das hat uns in Waldkraiburg schon gekillt, das hat uns in Dingolfing Punkte gekostet, dass wir, und es war ja ausreichend Powerplay heute auch wieder da gewesen, dass wir da einfach nicht diesen Killerinstinkt haben und einfach mal eine Bude machen. Ich glaube, Kempten hat das erste Überzahl im zweiten Drittel dann gemacht und trifft sofort zum 2-3. Das ist halt der Unterschied. Wenn du gegen gute Mannschaften punkten willst, dann musst du da kaltschnäuziger werden. Ja, und am Ende stehst du halt mit einer bitteren Niederlage am heutigen Abend da. Ja, Sven, am Schluss, jetzt, da warst du schon wieder vom Eis. Die beiden letzten auf dem Eis wurden noch extra gefeiert. Das waren eure beiden Torhüter, Danny Schubert und Jakob Nörb. Welchen Anteil hatten die beiden an dem Sieg heute? Ja, wie in jedem Spiel, ohne einen guten Torhüter hinten drin hast du keine Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen. Also der Torhüter muss dir die Möglichkeit geben, ein Spiel zu gewinnen. Und sowohl der Schubi hat es sehr gut gemacht, wie dann auch der Nörbsi. Den Schubi haben wir dann rausnehmen müssen aufgrund einer Verletzung. Der hat Probleme mit dem Knie dann gehabt, hat mir ein Spieler signalisiert. Und klar, bei so einem heißen, hitzigen Spiel, wo es so eng zugeht, gehen wir da kein Risiko. Und er hat es auch selber gesagt, er
er will auf Nummer vor sich gehen. Und ja, wir haben auch mit dem Xaver Nagel, wir haben drei gute Torhüter, wo wir gut durchrotieren können. Und ja, letztendlich, ganz klar, ohne einen Torhüter hast du keine Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen, definitiv. Ja, in Kempten haben sie dich schon mal gefragt am Freitag, ob du nach Landsberg fährst, in deine alte Wirkungsstätte. Na klar, brennt man als Trainer immer für die Mannschaft, die man trainiert. Das ist selbstverständlich. Aber freut es dich nicht wahnsinnig, wenn du da Spieler auf dem Eis siehst, die du im Ganzen im Nachwuchs über Jahre hinweg trainiert hast und die jetzt gegen dich spielen? Ja, sicher. Also, ich meine, ganz klar, es sind einige Spieler, die ich auch lange Zeit im Nachwuchs begleiten durfte. Ja, die man sieht es ja auch im Sommer immer ab und zu. Beim Street-Hockey, ja, das ist immer auf der einen Seite eine schöne Sache, auf der anderen Seite aber auch schwierig, weil sie werden einfach unterm Hoffi gut gecoacht und entwickeln sich da und dann sind es gute Spieler, also dann sieht man sie auch auf der anderen Seite wieder nicht so gern. Also es ist, ja, klar, ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden, es ist immer wieder schön nach Landsberg zu kommen, aber auch eine ganz andere Drucksituation für mich. Also ich bin bei Weipen angespannter wie in anderen Spielen, ja, aber trotz alledem sportlich ist meine Heimat jetzt in Kempten aktuell und Das passt. Ja, ich bin super zufrieden und bin da gut aufgenommen worden und können da in Ruhe arbeiten. Aber trotzdem ist es hier immer wieder schön, alte Gesichter zu sehen. Auch mit dem Hoffi habe ich einen guten Kontakt und so soll das auch sein, weil letztendlich am Ende vom Tag ist es nur Sport. Ja, schön natürlich auch, dass die Fans skandieren, wenn du auf dem Eis bleibst und sich nach wie vor freuen, wenn sie dich sehen. Ist ein gutes Zeichen. Ganz klar auch schön für uns zu sehen. Nächste Woche geht es wieder an eine alte Wirkungsstätte. Ihr spielt in Buchloe. Ja, vielleicht ein bisschen leichter die Aufgabe als jetzt in Landsberg, aber für die Landsberger wird es nächste Woche ziemlich schwer in Königsbrunn. Wie geht man da an so ein Spiel ran? Ja, wir spielen zu Hause gegen Königsbrunn. Ja. Letztes Jahr haben wir die engen Spiele gerade am Anfang der Saison gewonnen. Da haben wir nicht schön gespielt, aber da haben wir die Spiele gewonnen. Jetzt sind wir natürlich aktuell in so einer kleinen Negativ-Spirale drin, ja, da müssen wir uns rauskämpfen. Das bringt jetzt nichts, irgendwo rumzuheulen und dann die ganze Woche zu hadern, warum es gerade so ist. Ja, da müssen wir uns selber wieder rausmanövrieren aus dieser aktuellen Situation. Wir haben eine gute Qualität in der Mannschaft, wir haben einen guten Charakter in der Mannschaft. Ich habe es auch gerade zu den Jungs gesagt, wir spielen ja nicht schlecht. Ja. Das ist ja nicht so, dass da draußen schlechtes Eishockey geboten wird oder dass da keiner fightet. Ja. Aktuell haben wir eine Ergebniskrise, das muss man ganz klar sagen. Und da müssen wir schleunigst anfangen zu punkten, egal wer da kommt, ob der Gegner Königsbrunn oder was weiß ich, Buxtehude heißt, das ist ja völlig wurscht. Ja. Wir brauchen Punkte und jetzt müssen wir gut arbeiten nächste Woche. Wir haben drei Trainingseinheiten vor uns, die wir effektiv nutzen müssen, dass wir am Freitag gegen Königsbrunn bereit sind. Und dann geht es wieder um drei Punkte. Ja, vielen Dank an die Trainer für die ehrlichen Worte auch, für die Einschätzungen. Vielen Dank an Sie zu Hause fürs Einschalten. Bis nächste Woche. Seien Sie wieder dabei auf Spread TV. Guten Abend.